ein schöner musikalischer Ausflug in den Süden. Da verkürzt sich die Wartezeit bis zum Frühlingsanfang und man beugt auch gleich aktiv den Winterblues vor. Aber liebe Gäste, im Süden hat man es ja auch nicht immer so einfach. In Brasilien zum Beispiel, da kommt schon mal eine Morgenammer vorbei, um sich zum Futtern auf dem Maismehl niederzulassen, anstatt sich von den Regenwürmern zu ernähren oder wenigstens vom Kanarienvogelfutter, geschweige denn von den reichlich vorhandenen Früchten. Der Vogel treibt es im gerade gehörten Stück sogar so bunt, dass ihm am Ende die Bekanntschaft mit Katze und Falle droht. Komponiert wurde das berühmte brasilianische Stück Tico Tico No Fubá von Siquinha de Abreu im Jahr 1917. Und wahrscheinlich war es Zufall, dass nicht einmal die Katze den kleinen Vogel erwischt hat. Zufälle gibt es ja sowieso immer und überall. Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant und John Bonham trafen sich auch eher zufällig und gründeten eine Band, nämlich Led Zeppelin. Und nach einigen Anfangsschwierigkeiten wurden ihre Lieder immer ausgefallener, waren kaum noch zu vergleichen mit ihrer Startphase. Den Höhepunkt ihrer Karriere ist zweifellos das Album Led Zeppelin IV mit dem Meisterwerk Stairway to Heaven. Kein anderes Lied wurde bis heute so oft zu den Lieblingsliedern in Umfragen gewählt. Aber was war eigentlich das Besondere an der Band? Page war und ist ein Virtuose an der Gitarre. Jones wuchtiger Bass und das Tempo und die Stärke von Bonhams Schlagzeug verliehen Zeppelin die Wucht und Schnelligkeit und nicht zu vergessen Plants Stimme, die in Höhen kam, von denen andere nur träumen konnten. Aber wie wir vorhin gelernt haben, sind wir alle dem Rat des Schicksals ausgeliefert. Und so kam es, dass das frühe Ende der Band durch den Tod von Schlagzeuger John Bonham im Jahr 1980 markiert wurde. Nach mittlerweile 50 Jahren sind Led Zeppelin aber immer noch eine der wichtigsten Bands der Musikgeschichte, deren Songs von jeder Generation immer wieder entdeckt und gefeiert werden. Aber warum wurde jetzt eigentlich Led Zeppelin für das Neujahrskonzert ausgewählt? Vielleicht zufällig? Vielleicht aber auch, weil die Band ein bisschen was Fränkisches hat. Ihre Albumcover haben sie nämlich angeblich auf folgende Weise ausgewählt. Ihnen wurde ein Vorschlag gezeigt und sie haben geantwortet, nehmen wir, wird schon passen. Und ich finde die Auswahl der Stücke Rock'n'Roll, Immigrant Song, Black Dog, Kashmir und Stairway to Heaven verdient auf jeden Fall das höchste fränkische Lob, das man jemals bekommen kann. Nämlich Bastjob. Genau.